Hallo, herzlich willkommen. Heute wollte ich euch meine Peony-Orchideen zeigen, die ich jetzt mittlerweile das zweite Jahr habe. Zumindest die in einem großen Topf. Und die andere, die kleinere hier, das ist die Peony Tongariro. Die habe ich mir im Herbst als Knolle gekauft. Und die hat bei mir im Kühlschrank überwintert, in einer Tüte im Gemüsefach. Ganz toll, braucht man nicht so viel Platz. Und jetzt habe ich die im Ende Februar eingepflanzt, in so ein Gemisch aus Rinde und Erde. Sieht man das? Also da ist Pinienrinde, Erde und ein bisschen Sand. Und die habe ich jetzt in kleinen Töpfchen, weil es nur eine Knolle ist. Dann braucht sie nicht so Riesentöpfe, weil die mag nicht zu nass stehen. Die mag zwar Feuchtigkeit, aber nicht zu nass. Und die hat mir jetzt zwei Blüten gebracht, stand draußen. Seit dem Ende Februar. Und der Frost der letzten Tage hat hier gar nicht geschadet, blüht trotzdem. Sogar mit zwei Blüten. Da ist die zweite. Steht natürlich nicht hier, sondern ein bisschen geschützt. Und habe ich erst gedacht, dass die Blüte kaputt geht, aber ist gar nichts passiert. Wunderschön. Gefällt mir sogar besser als die andere Sorte. Die andere ist die Formosana. Das ist die Tongariro. So, in dem großen Korb. Da steht die Peony Formosana. Die habe ich letztes Jahr schon gehabt, aber leider blüht sie dies Jahr nur mit einer Blüte. Wahrscheinlich habe ich die zu früh angegossen. Das darf man bei diesen Orchideen nicht machen. Dann denken sie, dass die Regenzeit ist und produzieren nur Blätter und keine Blüten. Und die Knolle hier, die hat wahrscheinlich ein bisschen weniger Wasser abgekriegt, deswegen blüht sie noch. Ja, die haben auch bei mir im Kühlschrank geschlafen im Winter. In einer Tüte, im Gemüsefach. Die musste ich nur ab und zu nachgucken und lüften. Gucken, ob da nichts schimmelt und gammelt. Und Ende Februar wurden sie auch eingepflanzt in einen großen Teichkorb. Weil letztes Jahr sind sie mir ein paar kaputt gegangen, weil die zu nass wurden. Wenn es zu viel regnet, verfallen die. Deswegen dieses Jahr Versuch mit Teichkorb. Mal sehen, ob sich das bewährt. Pinienrinde, Erde, ein bisschen Split habe ich hier noch. Ja. Blüte ist noch nicht richtig offen. Aber hat so einen weißen Kelch. Aber die von der Tongariro gefällt mir natürlich viel besser. Finde ich einfach wunderschön. Hier mit den kann man reingucken. Finde ich eine schönere Sorte. Aber nichtsdestotrotz beide schön, werde ich weiter kultivieren und beobachten, was die beste Kultivierungsmethode ist. Ja, das sind meine Peonies. Ja, wie gesagt, stehen draußen ohne irgendwelche Fließabdeckung oder sonst was. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.